Hallöchen allerseits und willkommen zu, kann man das als Civil War Teil 3 bezeichnen? Jedenfalls einen Kampf, wo ich mich auf einmal gegen meine Freunde von Kuhn und Friends stellen muss, weil Timmy mit seinen Kräften da irgendwas bewirkt hat. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, was das für ein Kampf wird. Ich glaube, da muss ich einen guten Arschatem beweisen. Oder kriege ich hier Freunde? Haha, mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen. Ich habe doch Freunde an meiner Seite, ja. Das ist denn ja gar nicht mal so schlecht. Los, mach die Drecksau fertig. Uh-oh. Autsch. Zeig keine Schwäche. Das tut weh. Schnappt ihn euch, schnappt ihn euch. Wobei, nee, das ist noch in Ordnung. So gerade eben. Rache war schon immer mein Ding. Ach nee, langsam reicht's mir. Jimmy hätte ich wohl offenbar eher ausschalten müssen im Angriff. Der war etwas heftiger. Aber egal, jetzt bin ich dran und das ist das Wichtigste. So, wo kann ich denn hier... Da kann ich was tun. Yeah. Oh, Timothy ist hier ordentlich heftig drauf. Das braucht offenbar ein bisschen mehr. Cartman ist kein Teamspieler. Hashtag ich darf. Ja, ja. Immer schön die Hashtags nutzen. So muss das sein. Oh, ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt so wirkungsvoll gerade ist. Ich versuch's. Na? Wobei das ja mit Verteidigungsverringerung. Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh. Naja. Leider hat Dr. Timothy es nicht geschafft, Chaos zu kontrollieren. Ja, was brauche ich denn hier? Burrito, kleine Menge ist ein No-Go. Da brauche ich etwas mehr. Zum Bleistift. Oh, nee, das ist schlecht. Fuck. Ich glaube, ich brauche so ein Ding hier mal. Wobei es auch nur eine mittlere Menge. Da brauche ich doch das Ding hier. Fuck. Na dann mal hoffen, dass Jimmy schön jemand eigenen angreift. Aber wieso ist Cars so schwach? Ist ja eine Nulpe. Autsch. Du könntest sogar schnell genug sein, um mich zu klatschen. Meine Sektenklasse startklar. Du hast irgendwie Gebrauchsspuren. Dann darf ich nicht zu viel Schaden kassieren. Scheiße. Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Ach du Scheiße. Ah, oh, Mist, die Kacke. Gibt ihn sauber. Mal sehen. Ach, scheiße. Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's. Oha. Aber das sieht gut aus. Ja, komm, das nehmen wir. In der Hoffnung, dass nicht zu viele andere Gegner dadurch jetzt kommen. Das wäre nämlich nicht so schön. Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir es ihm. Jetzt läuft's. Ich bin bei dir, Wunderarsch. Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Oh Mann, war das abgefahren. Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. Yes. Ach nö. Mensch, Kines. Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Ja, ja, welche das wohl sein kann, wa? Ja, immerhin habe ich jetzt ein Ziel. Du hast eine Menge Gehirne gekriegt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. Oh. Warte, ich glaube, bezaubert? Och, nö.
Was soll der Scheiß denn jetzt? Ach. So, warte mal. Das sind die, wo ich jetzt noch vorgehen muss irgendwie. Wenn ich das hier mache, dann... Ah, ja. Das ist doch gut. Mit meinem Superspeed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Wie schaut's mit ihm aus? Weil ich ein Showman bin, Kuhn. Ja, komm, machen wir das mal so hier. Ein bisschen Heilung ist nie verkehrt. Und Heilung. Das sollte helfen. Yes. Juckreiz für alle. So, was haben wir da? Vorbeiflug Lebensraub. Lebensraub klingt sehr gut. Das bringt mich selbst auch ein bisschen hoch. Nehmen wir. Yeah. Danke, Kolger. So sieht es auch schon ein bisschen besser jetzt aus. Gewaltig besser. Ja, machen wir mal. In der Hoffnung, dass das was wirkt. Heilende Kräfte auf jeden Fall. Willkommen in Coontown. Jo, da kann ich auch mal ein bisschen was verursachen auf jeden Fall. Tausche Plätze mit einem Gegner und füge ihm Schaden zu. Oder, nö, das passt schon. Bluten ist nicht schlecht. Nicht schön, aber selten. Was hat der jetzt vor? Gleich herrscht Chaos. Na, das hat jetzt auch nicht so viel bewirkt. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier anrichten können. Wir können anrichten... Ich glaube, er ist eher die Gefahr, oder? Ach ja, stimmt, ja, immun. Ach. Ich bin dran. Volle Kanne. Autsch. Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus das kommst. Das finde ich nicht gut. Ein verdammter Zugmann. Hey! Das tut Sexy doch weh. Ich arbeite dran. Hat hier jemand Callgirl gerufen? Ja, irgendwie schon. Ja komm, machen wir erstmal ihn platt. Hier, ein echter Schocker. Je mehr wir ausgeschaltet haben von seinen Verbündeten, desto besser müsste das eigentlich sein. Oh, das ist gar nicht gut. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Scheiße. Nee, das kann ich auch anders lösen. Kein Problem, lass dir einfach Zeit. So, den könnte ich heilen. Callgirl könnte ich heilen. Ja, könnte ich auch machen. In der Hoffnung, dass das vielleicht auch die Verwirrung wegmacht. Ich hoffe mal. Und? Du bist der Wind, der meint, was geht doch schön. Statuseffekt leider nicht. Ja, teleportier dich doch weg. Gleich kommt der Schwarm! Zika-Infekt! Ich zeig dir den Finger für immer. Ja, das ist doch schon mal ganz brauchbar. Gib Dr. Timothy eins auf den Schwanz! Das habe ich vor. Okay, mir geht's gut. Ah, das bringt noch nicht so wirklich viel. Machen wir das mal so hier. Ich bin drin. Okay. Ach Mist, dich würde ich doch gerne heilen. Schütze einen Teamkollegen. Nee, das ist irgendwie noch nicht so ganz super durchdacht. Naja. Muss das eben so erstmal gehen. Cool. Troll im eigenen Saft geschmort. Och nö. Das tut auch nicht Not. Captain Diabetes ist kampfbereit. Was macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen? Bla bla bla.
Ja, komm. Erlauben wir uns mal einen Spaß hier. Was kann da schon schief gehen, außer dass alles gedoxt wird? Na, kommt alle her und Römpelpömpel. Jetzt spielen wir so richtig teure Lizenzmusik vor. Warum können denn nicht alle wieder Freunde sein? So, holt er sich die nächsten, oder wie? Dann mal los. Nee, jetzt bin ich hier völlig gut dabei. Ah, es bringt mir noch nicht wirklich was, aber ich kann hier mal hingehen. Timmy! Oh. Willst du das echt tun? Ich bitte dich. Bitch, please. Du siehst mitgenommen aus. So, den Kuhn könnte ich mal heilen. Ja, warum nicht? Der kann mich dann zwar auch bald angreifen, aber egal. Wird schon schief gehen. So, erstmal alle hochheilen und dann greife ich Dr. Timothy an. Den ollen Idioten. Oh, keine Ahnung. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Bring wir es hinter uns. Mal sehen, das muss doch gleich endlich mal hier aggressiv vorangehen. Oh, das bringt nicht so viel irgendwie. Schütze einen Teamkollegen. Nö, das bringt nicht so viel. Dann mache ich doch eben die Heilung hier kurz mal. Kannst auf mich zählen. Besser als alles andere, was ich machen kann. Leider. Achtung, dramatischer Kuhn. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. So, aber jetzt ist Kuhn wieder... Er selbst, glaube ich, beim nächsten Mal. Ja. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Doppelscheiße. Nee. Ich mag Timmy irgendwie nicht. Ich glaube, ich versuche jetzt doch irgendwie was anderes. Zum Bleistift. Ja, wenn ich das wüsste, was ich tun würde. Ich bin dran. Ah, jetzt kann ich ihn zumindest angehen. Ja, komm, ich verlangsame ihn ein bisschen. Das ist, ganz, glaube ich, das Brauchbarste, was ich machen kann. Na, wo geht er hin? Da geht er hin. Laser online. Ja, wird schon irgendwie schief gehen. Ja, den erwische ich noch so gerade eben. Schlecht, mein Teilzeitverbündeter. Na, wo willst du hin? Ich hab 5 Balken und vollen Akku. Los geht's! Reicht überhaupt aus, sie einmal anzuditschen, damit sie wieder normal wird? Ich weiß es gar nicht. Wie bitte? Ich glaube, das ist vorbei, wenn es vorbei ist. Mein Jurassic Park-Zitat. Das ist nicht gut. Gute Neuigkeiten, ich bin dran. Wird schon schief gehen. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Jo, das bringt doch mal was. Ist gedoxt. Und Heilung. Das fühlt sich ziemlich gut an. Das ist gut. Gleich kriegt ihr Tollwut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Auch wenn leider noch nicht völlig gut. Nicht schlecht für den Trollkönig. So, wo geht er hin? Ach, da geht er ganz hin. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Bringt noch nicht ganz was. Dr. Timothy, was macht er? Nichts Sinnvolles offenbar. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Das bringt jetzt auch nicht so viel irgendwie. Ja, mach ich mal das hier. Das bringt auch noch etwas Energie. Wollen wir Verbrechen aufklären oder halb South Park infizieren? Hoffentlich mehr als halb. Na, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ah, sehr schön. Braucht jemand eine Faust in die Fresse?
Ach, das ist noch immer so scheiße hier. Warum kannst du dich so wenig bewegen? Du bist nutzlos. Ein frischer Wind zieht auf. So, wenn ich von hier aus angehe. Machen wir das lieber so. Was für eine hübsche Landschaft. Und dann können wir ja mal hier einen großen Endangriff wagen oder so ähnlich. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Ach, das geht ja auch hier mit, glaube ich, oder? Na, machen wir es damit. Wenn schon denn schon mit einem Spezialangriff, mit dem Spezialangriff schlechthin sogar. Wenn das mal nichts ist, weiß ich auch nicht. Du brauchst dich nicht mehr totzustellen. Wir haben sie besiegt. Ja, ich hab Dr. Timothy. Was sagen, wer dem Tod ist, als Erfolg freigeschaltet? Nicht heute, auf jeden Fall. Puh, das ging ja gerade noch mal gut. Aber war schon so ein kleines bisschen am Rande, muss ich zugeben. Wow, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Timmy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen. Mann, Miss Tyrion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde. Was? Ah, Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Nein, richtig cool. Auch viele coole Sachen, aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott, er hat es entschlüsselt. Sieht nach einem U-Bahn-Plan aus. Hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Passiert. Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja. Ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn and Friends. Bitte was? Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Da steht doch noch unter Einfluss. Und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen, Freedom Pals, Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute, auf geht's. Interessant. Aber das kann doch noch nicht alles sein. So schnell ist es doch sicherlich nicht vorbei. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das schon alles war. Ich muss doch mindestens noch eine 5. Klasse bekommen, auf jeden Fall. Aber erstmal können wir ja mal hergucken. Da, epischer Platz. Ach, mit dem wäre es vielleicht auch etwas einfacher gewesen, hätte ich den nochmal besetzt. Ja. Manche Dinge merkt man halt erst später. Was hat das eine mehr überhaupt? Nee, die sind total identisch, glaube ich. Ja, nehmen wir das dann. Wobei, was ist epischer? Triumph des Herzens oder... Nö, Trinkglas der ausbrechenden Jugend. Das klingt irgendwie cooler. So, was haben wir hier? Oh ja, da haben wir noch was. Gibt es hier irgendein Ding, was geringer ist? Ja, gibt es. Das tauschen wir doch mal aus. Durch den 90er hier. Das Necronomicon. Wer kennt es nicht? So, kann ich da noch irgendwie was Neues? Nö. Sieht nicht so aus. 741 ist doch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. So.
Und dann können wir, glaube ich, auch für heute erstmal beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir im gemeinsamen Franchise offenbar irgendwas tun. Ich bin ja auf jeden Fall gespannt, wie das läuft und warum Cartman aka der Kuhn so eingewilligt hat. Aber bis dahin, ciao, ciao.